die wirkt, die auch wirklich gut angenommen wurde. Ich meine, es ist ja eine faszinierende Idee. Du hast da was, 65 Länder, die mit tun. Und China investiert natürlich auch sehr viel. 3.000 Milliarden, 300 Milliarden werden in die Hand genommen. Und am Ende könnte, wenn alle anderen auch mit tun und privates Kapital dazukommt, kann das ja eine Größenordnung haben, die an die Billion, also Trillion in englischen Wort ziehen, also 1.000 Milliarden beeinflussen kann. Und da ist natürlich auch für Europa wichtig, dass wir mit dabei sind, das ist klar. Nicht? Die Seidenstraße war ja auch immer eine Straße, die von China über die arabische Welt und Iran natürlich bis herauf nach Europa geführt hat. Das, glaube ich, sollte durchaus gepflegt werden. Also wir sind da sehr offen. Wir halten das für ein sehr spannendes Projekt.